Und am Weg zum Rednerpult Markus Kotzer von den Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Minister, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, das passt eh ganz gut, dass ich jetzt nach dem Kollegen Loacker reden darf, weil es geht auch bei mir um das Thema Pensionen. Und es war schon eine interessante Rede vor mir, weil das mir den Einstieg beinahe erspart, weil ich gesagt hätte, dass ja, wenn es um das Thema Pensionen und Budget geht, ja sehr oft im Zusammenhang mit, ist es denn finanzierbar in Zukunft, unser Pensionssystem, ist es nicht unfinanzierbar, ist es nicht ein Pensionssystem, das auf Kosten unserer Jungen und Jüngsten geht, das auf Kosten kommender Generationen geht, müssen wir nicht drastisch einsparen und drastisch kürzen, wo es nur geht, damit wir uns das Leben im Alter, welches das dann immer auch ist, noch irgendwie leisten können. Das ist immer wieder eine Begleitmusik bei Pensionsdebatten und so auch heute. Und insbesondere war es ja auch zu erwarten, dass die Beschlüsse vom September 2019 hier auch wieder mal in Frage gestellt werden. Und ja, die kann man durchaus in Frage stellen, ob da alle wirklich so intelligent waren und alle so verteilungsgerecht waren. Da gebe ich Ihnen durchaus recht. Ja, ich denke, man muss sich wirklich überlegen, ob das alles so gescheit war. Auf der anderen Seite gibt es da schon ein paar Schritte, hat da schon ein paar Maßnahmen gegeben, die schon gar nicht so blöd waren. Und ich möchte mich schon an jene Beschlüsse im Herbst 2008, war das, glaube ich, die im Rahmen des freien Spiels der Kräfte hier im Parlament beschlossen worden sind, wo es auch am Anfang geheißen hat, unleistbar, unfinanzierbar, ganz furchtbar, auch da waren Pensionserhöhungen im Spiel. Und interessanterweise wurden diese Beschlüsse 2008 im Anschluss als erstes Konjunkturpaket umgedeutet, weil sie nämlich an wesentlichen Folgen mit sich gebracht haben. Ja, ich kann jetzt blasen, was wollen, Herr Loacker? Weil die wesentliche Folgen mit sich gebracht haben, nämlich, dass sie die Nachfrage stabilisiert haben und in Zeiten 2008, als die Krise auch in Österreich geschlagen worden ist, die Massenkaufkraft gestärkt hat. Die Massenkaufkraft auch von Pensionistinnen, die, wie bereits erwähnt, mit über 2 Millionen ja nicht so wenig sind. Und ich vergönne der älteren Generation, ich vergönne meinem Vater, meiner Mutter und auch allen Omas und Opas dieser Welt eine möglichst anständige Pension, von der sie gut leben können. Und wenn es die Frage ist, sind denn die Pensionen in der Zukunft noch finanzierbar? Das ist sehr interessant. Der Bericht des Budgetdienstes, ich mag ihn wirklich sehr. Da sind wunderbare Zahlen drinnen. Da steht zum Beispiel, dass die Pensionsausgaben im Jahr 2020 13,5% des BIPs ausmachen. Und da schauen wir, was machen es 2040 aus. 15,1% des BIPs. Katastrophe sehe ich nicht. 2060 15,2%. Wenn Sie wissen, wie viele Milliarden es 2060 sind, kriegen Sie mir 100 Punkte. Also 15,2% des BIPs im Jahr 2060. Das heißt, wir haben über die nächsten 40 Jahre ein Wachstum bei den Ausgaben, bei den Pensionen von 1,7% des BIP. Welch Katastrophe, welch Unfinanzierbarkeit. Wo wir tatsächlich ein Problem haben, und wenn man sich den Budgetbericht da anschaut und auch liest, ist tatsächlich aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit die Einnahmenseite. Aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit und aufgrund der Stundungen und der drohenden Insolvenzen, dass die Einnahmeseite unter Druck gerät. Und darum ist es ja so wichtig, dass wir in Zeiten der Krise und auch in den nächsten Monaten eine sehr offensive und sehr gescheite Arbeitsmarktpolitik kriegen, dass viele Menschen in Beschäftigung kommen. Weil Beschäftigung ist das beste Mittel, um Pensionen zu sichern und Pensionen zu finanzieren. Danke. Beschäftigung sei das beste Mittel, um Pensionen zu sichern, sagt Markus Kotzer von den Grünen.